Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. So ein Glück, Lars findet ein Anleitungsbuch mit dem Titel Geschenke der Göttin. Das klingt nach Kleidung. Ja. Lars lernt einen heiligen Reif herzustellen. Ein heiliges Gewand herzustellen. Sag ich doch, das ist ein Outfit für Serena. Die ja schon ein göttliches Outfit trägt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich würde fast wetten, dass sie dafür irgendwas Besonderes braucht. Nein, das göttliche Bustier kann man nicht herstellen. Wo ist es denn? Heiliges Gewand. Die weiße Perle, das habe ich mir gedacht. Nein. War das hier? Nee. Dann war es bei den Helmen. Heiliger Reif. Können wir herstellen. Können wir herstellen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut, dass wir das herstellen können. Das werde ich dann auch machen am nächsten Lagerplatz. Aber jetzt sind wir erstmal noch unterwegs. Wo willst du denn? Weißt du, kommt hier einfach so aus dem Nichts heraus und meint hier so, guck, guck, beachte mich. Nö. Nö. Wird erst recht ignoriert. Egal wie groß der ist, der wird ignoriert. Gepflegt. Mit Absicht. Gut, jetzt haben wir auf dieser Insel wirklich alles. Wirklich alles. Monster, Material. Und die Tür haben wir auch offen. Gut, dann haben wir die Insel auch abgefrühstückt. Geht's jetzt weiter zur nächsten. Das heißt, wir müssen an Lamentea vorbeisegeln. Ja, und ich mache es extra so. Weil auch auf See fehlen uns ja nach wie vor Monster. Und wenn wir schon die Gelegenheit haben und auf See unterwegs sind, begegnen wir vielleicht nochmal einen Riesenkraken. Ganz genau. Das meinte ich eigentlich nicht, aber ist okay, wenn wir schon mal hier sind. Komm, gib nochmal den Riesenkraken einen mit. Ja, oh! Und Quadrahi. Ui, Veronica ist gekräftigt. Engels, oder? Naja. Kavum. Das waren seine Tentakel. Und raus. Ja, unsere Heilerin ist momentan mehr im Angriff. Aber es ist nicht schlimm. Und Hüftwackler. Ja, oh. Und ich schreibe auch. Reicht. Jeder andere verbraucht Magie. Okay, wir greifen so an. Zupi. Auch nicht schlecht. Aber hat gereicht. Lalalalala. Ist ja ein weiter Weg nach Lamentea. Oh, gleich zwei Korallenkommandanten. Okay. Boah. Greifen auch noch zuerst an. Was für eine Sauerei. Und Kavum. Ja. Das glaube ich, dass sie da drauf gehen. Bei 1400 Punkten Schaden, da würde ich auch drauf gehen, glaube ich. Bodo erreicht Stufe 69. Opa. Opa kommt auch langsam in die 70 rein. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Ja, komm, dann mach den voll. Dann können wir das Überraschungsfeld mitnehmen. So. Ah ja. 12 Punkte, okay. Alles klar. Und weiter geht die wilde Fahrt. Jade hat jetzt zwar kräftig einen auf die Nuss gekriegt, aber das kann sie ja nachher wieder in den nächsten Kämpfen ausgleichen. Ich bin mal gespannt, was uns auf der anderen Insel, auf der nächsten Insel erwartet. Weil die Insel haben wir lange nicht mehr besucht. Bislang noch gar nicht in Kapitel 3. In Kapitel 2 haben wir die, glaube ich, mindestens einmal besucht. Oh! Eine Segelschleiche? Satanschleiche, die übrigens gleich die Flucht ergreift. Super. Sowas liebe ich übrigens immer besonders. Monster, die gleich erscheinen und gleich wieder die Flucht ergreifen. Jade liebt es übrigens auch. Wie ich gehört habe. Schmuggel sollte reichen. Reicht auch.
Sehr schön. Veronica wins again. Oh, schön. Die Schlange ergreift erstmal die Flucht. Haben wir die überhaupt? Nö. Super. Ausgerechnet das Monster, das wir nicht haben, ergreift die Flucht. Ernsthaft? Boah. Was für ein Arschlochmonster. Ehrlich. Mano. Ausgerechnet der. Den brauchen wir noch. Komm zurück. Danke. Sehr nett. Ich dachte... Oh, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein, Mensch. Oh mal geil, ich erschreck mich selber. Bist du bescheuert? Okay, diesmal bleibt sie auch. Gut, wird sie bereuen. Macht nix. Warum hast du deine Lebenspunkte nicht wieder regeneriert, sag mal. Ja. Plumps. Erledigt. Sehr schön. Ja, we win again. Genau, so sieht's aus. Wie sieht es denn aus? Okay. Wo ist die Schlange? Wo hat sie denn ihren Eintrag? Da, direkt unter den Krakenkönig. Ah, verstehe. Direkt da drunter. So, so. Da ist die Insel, da wollen wir hin. Dort wollen wir hin. Das ist unser nächstes Ziel. Ich glaube, auch in der Nähe war unser Missionsziel, das wir von Nautica haben. Können wir das auch erledigen. Da war ja auch noch was, Freunde. Ihr erinnert euch ja bestimmt noch dran. Königin Marina hat uns ja um Hilfe gebeten. Aber das erledigen wir erst, wenn wir die Inseln alle durch haben. Also das heißt, selbst wenn wir das haben, wird das noch ein bisschen dauern. Aua. Veronica, du hast jetzt so viel Magie eingesetzt. Du kannst jetzt ruhig mal wieder ein bisschen Magiepunkte mal mopsen. So. Und gerne nochmal, wenn es geht. Dann eben nicht. Der haut den Volltreffer rein. Hendrik erreicht Stufe 71. Eric erreicht Stufe 72. Eric, wie sieht's denn aus bei dir? Was ist denn das da unten? 25 Punkte, alles klar. Bei Eric ist erstmal Punkte sparen angesagt. Habe ich verstanden, danke. Das wollte ich haben. Eher eine Duldsamkeit. So, 6 Punkte. Die kann er erstmal behalten. Aber die ehende Duldsamkeit haben wir schon mal. Schon mal gut. Hochsee Norden. Stimmt, die Eismonster fehlen uns noch. Richtig, der See. Stimmt ja. So, hier wollen wir mal von Bord gehen. Mal gucken, was sich hier so rumtreibt. Ich sehe schon mal Kühlrabis, wenn ich das richtig sehe. Ich kann mich auch irren. Und es fehlt uns genau ein Monster. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich bin jetzt nicht wegen genau einem einzigen Monster hergekommen. Okay. Toll. Genau wegen einem Monster sind wir hier. Supi. Dann wegen dem Kühlrabi hier auch noch. Das ist nämlich das Monster, was uns fehlt. Der Kühlrabi. Mehr fehlt uns nicht. Wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Für die Schlamette hat es jedenfalls gereicht. Und für den Portal. Gibt noch mal ein paar Punkte für sie. Sehr schön. Haben wir das Monster auch. Easy peasy. Ich würde ja lachen, wenn es die Monster auch auf See gegeben hätte, ne? Ganz ehrlich. Aber wie man sieht, die normalen Schleime laufen hier nicht mehr rum, die blauen. Stattdessen laufen hier jetzt die Schleimetten rum. Und eben halt die Schleimritter, den wir ja auch schon einen auf die Nuss gegeben haben. Die Schleimkönige haben sich, glaube ich, auch geändert. Genau, das sind jetzt stattdessen die Heilschleime. Und wir haben hier noch ein Gittertor zu öffnen, deswegen sind wir übrigens auch hier. Unter anderem, Alter, noch mehr Silber. Wie viel Silber denn noch? Wie viel Silber haben wir jetzt? Ich bin gerade echt mal, Entschuldigung, ich bin jetzt aber echt gerade mal neugierig. Wie viel Silber haben wir jetzt eigentlich? Haben wir jetzt schon die neuen...
Alles klar. Wir haben... Das Silber ist gleich voll. Ja, super. Nein, es gibt nicht viel Silber hier. Nein, nein, gar nicht. Fast 99. Die Truhe ist fast voll, aber egal. So ein Glück. Lars findet ein Anleitungsbuch mit dem Titel Wohl und Wehe. Ringe der Macht. Schon wieder eine Andeutung auf Herr der Ringe. Lars lernt einen Lebensring herzustellen. Lars lernt einen Schädelring herzustellen. Ah ja, Leben und Tod. Alles klar. Schädelring, Tod, Lebensring, natürlich Leben. Hätte man auch ein Herz oder so. Ja, ein Herz vielleicht nicht unbedingt. Aber was könnte man für ein Leben nehmen? Also, als Zeichen fürs Leben. Engelsflügel? Ich weiß es nicht. Ich dachte gerade, die Segel sind so verdreckt. Nee, das ist nur der Schatten. Oh Mann, ey. Uff. Nee. Nee. Kürabi taucht auf See nicht auf. Aber trotzdem haben wir das Monster mal gefangen. Wir müssen nämlich auf die Insel, oder beziehungsweise an diese Insel hier, wo wir ja damals den Kraken erwischen mussten, für den einen Typen. Ach, guck mal an, die wollten noch mal kurz Hallo sagen. Ja, hi. Wir haben übrigens gleich keine Magiepunkte mehr, ne? Nur mal zur Info. Kavum. Also Veronica gibt heute richtig Gas, man merkt das schon. Mein lieber Herr Gesangsverein, du. Die Harfe der Lorelei fängt plötzlich an, von ganz allein zu spielen. Von ganz allein. Ohne Hilfe. Einfach so. So eine Drecksau. The sea, it's boiling. I hear the tuneless twang of Lorelei's harp. Are you humans in league with the mermaids? Very well. Then I shall deliver your corpses to them as a reminder of who truly rules the waves. Prepare to die! Der Wasserteufel nähert sich oder auch der Korallenkommandant der Finsternis. Denn anders würde ich ihn nicht bezeichnen. Das ist eigentlich ein Korallenkommandant der Finsternis. Gib mir mal ein paar Lebenspunkte. Danke und ein paar Magiepunkte. Dankeschön. Ja, komm einmal auf Wundermond. Ja, Was ist das denn? Sag mal. Ja, komm, mach mal Kavum. Ausnahmsweise mal. Ist zwar einer, aber es tut ihn sehr, sehr weh. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Das ist also der Wasserteufel. Au. Boah. Verzweiflungsangriff vor allen Dingen. Nee, ist klar. Lars stolpert und fällt hin. Ja, sehr schön. Komisch, dass sowas immer mir passiert. Au. Okay, ich bin gleich tot. Danke. Super. Ich hab Jake immer noch nicht den gelehrten Stein gegeben. Das kann doch echt nicht angehen. Verdammt nochmal. Ich mach das jetzt auf diesen Kampf. Dann gebe ich ihr mal diesen scheiß gelehrten Stein. Ich wollte das schon so lange machen. Ich vergesse das jedes Mal. Das kann doch nicht angehen. Hab ich schon wieder vergessen. Ey, das ist doch echt zum Kotzen. Nimmst du ein paar Tage nicht auf, gleich wieder vergessen. Super. Mann. Ist doch nicht wahr. Du solltest dich eigentlich dringend mal heilen, weißt du das? Ja. Notheilung. Ja, ich weiß, ihr verliert die Macht der Kräfte. Schon klar. Ja, super. Er hat gerade unsere Heilerin gekillt, die Sau.
Boah, ey. Was für eine Drecksau, ehrlich. Hexenschuss. Und hemmungsloser Hieb. Ich hoffe, Serena kommt gleich dran. Habe ich gleich ein Problem. Ja, sie kommt dran. Sehr gut. Am besten mal Mega-Heilung. Kostet zwar viel, aber so, dass mal alle wieder voll geheilt sind. Danke, Veronica. Kann ja mal Odin der Weise machen. Dann kriegt sie mal ein bisschen Magiepunkte wieder. Weil sie verbraucht sehr viele Magiepunkte. Ja, der kriegt auch noch eine Kräftigung, natürlich. Autsch. Eigentlich müsste ich echt mal Serena dazu anhalten, dass sie mal, ja, ich habe gerade ganz gut Magiepunkte gebracht. Danke. Und einmal schmuggeln. Mal sehen, ob das was bringt. Der pariert das. Nee, ist klar. Ich dachte, das pariert er jetzt auch noch. Das wäre es jetzt echt gewesen. Weißt du, pariert er einfach mal beide. Ja, natürlich. War klar. Also, wenn jemand behauptet, ich sei overleveled, ihr seht es. Nein, bin ich nicht. Almighty Idrisil. Weil sonst würden die nicht alle nächstes lang umfallen. Oh Mann, ey. Mega Heilung. Der macht mir echt Probleme hier. Der Arsch. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass er solche Probleme macht. Wir müssen dem mal ein bisschen Magiepunkte mopsen. Geht so nicht mehr weiter. Auch wenn er wahrscheinlich unendlich hat. Wird mich nicht überraschen bei dem Kerl. Des Eises. Gilt ja gleichzeitig auch als Wasser. Da mit Wasserangriffen angreifen. Nee, ist klar. Jade stolpert und fällt hin. Ja, der Angriff scheint immer bei ihm zu funktionieren. Ja, natürlich. Bring sie ja noch um. Super. Bist du jetzt glücklich? Ja? Ich hole sie trotzdem wieder zurück. Penner. Ist doch nicht wahr, du. Haute sie auch ja noch um, damit sie ja auch wirklich tot ist. Du. Ein Arschloch vom Herrn, ne? Ehrlich. Entschuldigung für solche Ausdrücke, aber es ist... Ist einfach unfassbar, ehrlich. Weißt du? Liegt schon am Boden und er tritt nochmal nach, du. Wie so ein... Ja. Ich rech mir zu viel auf. Entschuldigung. Ja, nochmal ein schneller Stich. Na, bringst sie gleich wieder um? Scheint sehr Spaß dran zu haben. Nee. Aber wir bringen dich jetzt um. Es reicht langsam. Ne? Zeit, dass er langsam auf die Fresse kriegt hier. Ja, unglaublich. Sie hat nicht mehr so viele Punkte. Das ist das Blöde. Alter, wie viele Punkte hat der noch? Langsam müsste er echt mal aufgeben. Ja, natürlich. Na, aber diesmal bringt er wenigstens mal keinen um zur Abwechslung. Ist aber mal ganz nett. Mensch. Wahnsinn. Mopsi noch mal ein paar Magiepunkte. Bringt zwar nicht viel. Danke. Ich hatte nämlich gesehen, dass wir gekräftigt werden, deswegen. Und Schwert der Salbung. Heilung und Magiepunkte. Steht immer noch. Und Multi... Ups. Multi-Heilung. Der Auerlutscher hat mich auch bisher im Stich gelassen in diesem Kampf. Na los, Jade. Erledige deinen nächsten Boss. Die macht das echt. Die macht das echt. Drei Bosse hintereinander. Heftig.
50.000 Punkte, ja, das ist aber auch mindestens, Freunde, ne? Und 15.000 Goldmünzen. Lars erreicht Stufe 72. Serena Stufe 68. Na? Ronaldo Stufe 70. Na bitte, die Punkte reichen aber immer noch nicht. Leider. Die Punkte reichen noch nicht. Die Punkte reichen auch nicht. Super. Scheiße. Die Punkte reichen einfach nicht. Nicht genügend Punkte. Ja, die Punkte reichen. Sag mal. Jetzt sind wir mal langsam gut hier. Nee, Punkte reichen nicht. Der Wasserteufel ist besiegt. Kehre nach Nordica zurück und überbringe Königin Marina die gute Nachricht. Mache ich, sobald ich hier fertig bin. Erstmal müssen wir noch die Inseln hier fertig machen. Genau, die Insel ist übrigens, glaube ich, auch die Insel, die wir für Iago... War das Iago oder Hugo? Ich glaube, Iago. Ne, Hugo. Oh Gott, es ist ja auch egal. Der Charakter auf jeden Fall bei Kiesling, der uns die Mission gegeben hat mit den Andenken da. Na los. Mach sie platt. Wie immer. Oder auch nicht. Quadrahi. Zwei Paar, zwei Bosse. Wonderful. Wahnsinn. Ich muss gerade erstmal drauf klarkommen, dass wir jetzt gerade in dieser Session, die noch nicht mal eine Stunde alt ist, schon zwei Bosse gekillt haben. Irre. Es kann sich sehen lassen, würde ich sagen. So. Nach Lamentea müssen wir ja auch nochmal. Wir müssen ja Bescheid geben, dass Kainui in Sicherheit ist. Insula Centralis, genau. Wo ich ja im zweiten Kapitel die Wasserbewohner hingeflüchtet waren. Als Molchior ja die Herrschaft an sich gerissen hat. Und wie man sieht, es gibt ein paar neue Monster. Hier sind wir auch tatsächlich nur wegen der Monster hier und wegen dem, was die Monster so freigeben. Denn ihr werdet feststellen, genau, die Bereiche sind ein bisschen... Oder beziehungsweise der gesamte Bereich ist ein bisschen größer. Warum kann ich den... Jetzt. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Ich glaube, von den Monstern haben wir gar keine. Gar keins. Bingo, Bango, Bongo. Doch, ich glaube, den haben wir. Aber die Statue haben wir nicht. Jade hat auch nur noch wenig Punkte. Das war der Bingo, Bango, Bingo, Bango, Bongo. Mein Gott nochmal. Genau. Und Veronica nimmt die Statue auseinander. Der Steinwächter der Finsternis übrigens. Kein Level up. Okay, langsam wird's eng mit Veronica. Also ich sag mal so, wenn Veronica keine Punkte mehr hat, muss ich tatsächlich Opa erstmal reinholen. Weil wir brauchen einen Zauberer. So blöd es klingt. Zufällig einen, der Punkte hat. Das wäre ganz gut. Es sei denn natürlich jetzt, sie kriegt ein Level up. Dann ist es besonders. Oder sowas. Veronica, du machst mal was anderes. Oder in der Weisen. Stimmt, die Fähigkeit hat sie ja. Dragoner der Finsternis, ja. Ich glaube auch. Wir werden uns mal mit Magiepunkten auch mal ein bisschen zurückhalten. Haut ein Volltreffer. Sag mal. Haut da einfach einen Volltreffer raus. Ja. So viel dazu. Ja, immerhin. 26 Punkte. Dann machst du bei ihm nochmal Magie hinzu. So. Nochmal 25 Punkte. Und nochmal. Und nochmal 21 Punkte. Perfekt. Hat sie ja schon mal ein paar Punkte wiederbekommen. Ja, er hat auch keine mehr. Alles klar. And don't come back. Genau. Komm nicht wieder. Ja, ihr kennt das Prozedere schon. Es heißt wieder fliegen, Freunde.
Ja, ich schaue mir gerade mal die Klippen ein bisschen genauer an, denn ich meine, dass es hier irgendwo auf die Gefahr hin, dass ich es mit der S-Version verwechsle. Es kann nämlich sein, dass es hier irgendwo eine Truhe gab. Ein Klumpen Orichalkum. Ja, sehr gut. Das ist hier irgendwo richtig schön versteckt. Ja, lass mich mal schön runtergleiten. Dankeschön. Dass es hier irgendwo schön versteckt noch eine Truhe gab. Kann sein. Aber wie gesagt, ich kann es auch mit der S-Version verwechseln. Das kann natürlich auch sein. Oder ich verwechsle es von der Insel her. Das war ja auch nicht das erste Mal, dass ich den Bereich verwechsle. Oh ne, es sieht alles hier bisher sauber aus. Ah ja, der Baum ist... Der Baum ist übrigens hier sehr gut. Ich weiß, damit könnt ihr wahnsinnig viel jetzt anfangen. Nicht? Alter Schwede, wie hoch wir einfach mal fliegen können, ne? Oh, ist schon geil. Irgendwo. Was hier? Da ist auf jeden Fall eine Truhe. 3 Vier und Göttertrank. Sehr schön. Ah, komm, dann mopsen wir uns gleich mal hier den Baum. Er dürfte auch ein paar neue Items für uns haben. Beziehungsweise mindestens eins dürfte neu sein. Genau, der Zwielichtzweig. Zwielichtzweig und der Lindwurmzweig. Den Lindwurmzweig kennen wir ja schon. Aber den Zwielichtzweig kannten wir noch nicht. Das ist nämlich ein Gegenstand, das erst wirklich im dritten Kapitel auftritt. So, Freunde der Sonne. Da müssen wir hoch. Ne, das war... Ah, okay. Ja, alles klar. Dann müssen wir hier jetzt hin. Da ist nichts. Da ist ebenfalls nichts. Da war, glaube ich, auch nichts. Hier ist ein Funkelgedönsviech. Ich vergesse immer den Namen. Wie nennen sich die Dinger? Funkelflecken, genau. Danke. Funkelflecken. Sowieso ein geiler Name. Funkelflecken. Die sprühenden Funken jedenfalls. Keine Truhe hier? Echt nicht? Ich meine, hier am höchsten Punkt war irgendwas schön, dass man da hinten schemenhaft noch Yggdrasil sehen kann. Yggdrasil oder Yggdrasil. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau ausgesprochen wird. Ich habe es wahrscheinlich die ganze Zeit falsch ausgesprochen, aber egal. 3 Achate der Evolution. Sehr schön. Lars findet einen verwitterten alten Stein. In dem Stein wurde eine Inschrift eingraviert. Sie ist schwer zu lesen, aber wenn er die Augen zusammenkneift, kann er sie gerade so entziffern. Das ist wahrlich die herrlichste, spektakulärste und atemberaubendste Aussicht, die ich in meiner langen Karriere als Kenner prächtiger Panoramen gesehen habe. Doch was bringt mir die schönste Aussicht, wenn ich sie allein bewundern muss? Mir wird klar, dass für einen Mann, der von seiner Liebsten begleitet wird, selbst die banalste Aussicht mit Schönheit erfüllt ist. Es liegt auf der Hand. Ich muss eine Gattin finden. Gezeichnet Vincenzo Turismo. Du hast die Inschrift des legendären Panorama-Pioniers gefunden. Geh zurück zum Kieslinger Hünen und übermittel Hugo den Inhalt der Inschrift. Alles klar. Hugo war das. Hugo Egon Balder. Den Witz habe ich wahrscheinlich schon mal gebracht, wie ich mich kenne. So. Da haben wir hier noch den Funkelfleck. Ah, Kokon. Alles klar. Gut, dann haben wir hier alles. Wir haben die Monster. Wir haben die Funkenviecher. Ich kann mir den Namen nicht merken. Die Funkenquellen, Mensch. Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Funkelflecken heißen die, ne? Funkelflecken. Ja, ich kann mir den Namen nicht merken. Ich weiß nicht warum. Ich kann es mir nicht merken. Gibt es hier eigentlich noch ein Monster, mal so gefragt? Wo wir schon mal hier sind? Ja, wir können es ja mal raus provozieren. Toll. Genau dieselben Monster wie auf dem offenen Meer auch. Supi. Da hat sich ja jetzt richtig gelohnt. Hätten wir auch sein lassen können eigentlich.
Jade, Fame Fatal. Ich glaube, das wird bei Veronica nicht viel bringen. Komm, mach Kavum. Jawoll, erledigt.